Nein, heute sind wir nicht in der Moba-Wohnung. Bleibt aber trotzdem dran. Es wird interessant. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV. Nein, wieder mal nicht aus Bad Dürheim, sondern hier aus der Umgebung im Schwarzwald-Baar-Kreis. Ja, wir sind heute mal wieder an der Bahnlinie. Wir sind jetzt am ersten Standort mal in Beckhofen. Da ist halt so ein schöner Bahnübergang, ne? Und da hat man schön einen Blick auf die Strecke von Villingen nach Donaueschingen. Ja, und mal gucken, was wir heute alles einfangen. Ja, bis jetzt hat mich nur, kaum war ich hier, der Bahnübergang erschreckt. Aber was kam? Ja, ein Ringzug. Und dann wollte ich filmen, dann sagt meine Kamera, Speicherkarte geht nicht. So, aber jetzt geht sie wieder, Gott sei Dank. Hoffen wir, dass es so bleibt. In dem Fall viel Spaß. Mal gucken, was wir einfangen.
So, ich habe jetzt mal den Standardwechsel vollzogen. Wir sind jetzt am Bahnhof in Aufen, immer noch auf der Strecke zwischen Villingen und Donaueschingen. Nur mal, dass wir ein wenig Kontrast haben. Jetzt schauen wir mal, was noch kommt an Zügen. Und wir sind jetzt auch wieder an einem Bahnübergang im Endeffekt, dass wir rechtzeitig hören, wann was kommt. Und wir haben auch wieder ein Signal in Sicht in Richtung Villingen, wo wir dann sehen können, fährt er da oder fährt er so. Dann weiterhin viel Spaß. So, neuer Standardwechsel, oder halt Standardwechsel, jetzt neuer Standard. Wir sind jetzt hier am Bahnübergang bei Almenshofe. Das heißt, da drüben ist die B27, die wo gerade neu gebaut wird. Und das ist die Strecke in Richtung Donau. Da geht es in Richtung Singen, Tuttlingen, also wo man hin will. Das heißt, auf dieser Strecke fahren eigentlich nur die Schwarzwaldbahn von Konstanz nach Offenburg rum, aber es kommen hier auch von Engen bzw. von Tuttlingen hinten, von Ulm her, Regionalbahn hierher. Und ja, sind wir mal gespannt, was kommt und ob wir noch einen oder anderen Güterzug hier erwischen, weil die ersten sind es wohl alle durch und jetzt hängt einer fest. Warum der festhängt, weiß der Fahrdienstleiter nicht. Und der andere steht in Singen und kein Mensch weiß, wann der fährt. Ob der fährt oder nicht. Hängt halt alles noch ein bisschen so in der Schwebe, was jetzt passiert, weil halt sehr viel auch Verkehr an diesem Wochenende ist mit Personenzügen und die haben natürlich Vorrang.
So, wir haben jetzt nochmal einen Standardwechsel vollzogen. Einfach hier, weil die Hitze zu stark ist. Und hier unter der Brücke von der B27 ist schön luftig und kühl. Wir sind hier immer noch an der gleichen Strecke, also quasi da ungefähr da hinten war der Bahnübergang gerade. Ne? Also wir sind gute 200 Meter weiter in Richtung Geisingen, Tuttlingen gewandert. Und jetzt schauen wir mal, was hier passiert, ob auf der Strecke doch noch was kommt. Seid gespannt. So, dann verlassen wir hier die schöne, kühle Brücke. Ja, aber da ich hier ja fast, ihr seht es ja, ne, muss immer da. So, da, so im Endeffekt ebenerdig fast auf die Gleise sehe. Ist natürlich blöd hier zu filmen, so schön wie es hier auch ist, aber ich bräuchte hier ein Podest, ja, um dann von oben schöner zu filmen. Weil so immer nach unten filmen, naja, gut. Aber jetzt schauen wir mal, was wir drüben noch kriegen und hab ja doch einiges noch erwischt hier. Ne? Ja, einiges an Zügen habe ich für euch einfangen können. Ja, und einer hat natürlich auch hupen müssen von den Personenzügen. Ne? Dankeschön, falls er hier anguckt. Ja, weil manche Lokführer gucken ja meine Videos. Ne? An dieser Stelle Grüße an euch alle da draußen. Ja, ja, das hier ist etwas ein ja, älterer Bahnübergang. Man hört es noch. Ne? Dang, dang. Ne? Die Glocke klingelt hier noch.
und nicht das automatische Klangsymbol wie bei den anderen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ein wenig hier bei mir in der Region mal zu sehen, was hier so fährt. Ich weiß, andere haben natürlich 10 Millionen Güterzüge in Minutentakt. Ich nicht. Wir sind hier im Schwarzwald. Das heißt, hier verirren sich sehr selten Güterzüge hoch. Und die meisten, ja, die fahren seit Corona nicht mehr. Warum, weiß kein Mensch. Vermutlich einfach, weil die Produktionen hier an vielen Standorten runtergefahren worden sind, dass es für einen Zug einfach nicht mehr reicht. Also ich weiß zum Beispiel, der Kesselzug, der hier regelmäßig morgens durch ist, gibt es nicht mehr. Es fährt hier noch ab und zu der Sandgüterzug durch, aber auch nicht mehr so häufig. Und von dem her haben wir nur noch die Personenzüge und ja, die letzten im Endeffekt mit Lok bespannt, ne? Andere fahren natürlich noch mit BR218 Dieselbetrieben hier rum. Da hat man dann Glück. Weitere im Endeffekt werden natürlich abgelöst durch diese S-Bahnen. Ja. Die Breisgau-S-Bahn, die ja von Villingen ohne Umsteigen direkt bis nach Breisgau fährt, Freiburg da unten. Ja, die erobern den Markt. Oder der Ringzug, der hier überall fährt mittlerweile und Züge ersetzt. Schade eigentlich, lokbespannt wird hier bald Geschichte sein. Die letzten Dieselloks gehen weg. Ja. Und was will man machen? So, das müsste jetzt der Regionalzug sein, der schon Verspätung hat. Das heißt, der läuft jetzt als letztes hier durchs Bild hinter mir. Ja. Da kommt er schon angebraust. Ja. Diese Züge werden noch eine Weile fahren. Bespannt mit einer 146er. Ja, weil einfach das, ja, wie soll man sagen, die Schwarzwaldbahn mit ihrem kurvenreichen, höhentechnischen Facetten eine Lok natürlich braucht. Oh, was kommt denn jetzt noch? Müssen wir mal gucken. Ja, es kommt die gelbe S-Bahn. Beziehungsweise die 612er noch. Ja. Dieselbetrieben rauscht jetzt hier gleich durchs Bild. Ne? Der nach Ulm geht, weil die Strecke nach Ulm ja noch nicht strommäßig komplett ausgebaut ist, noch nicht. Ja, deshalb können da noch Dieseltriebwagen fahren. Die 611er, die roten, wurden ja ausrangiert. Und deshalb gab es die 612er. Ja, da kommt er angeschossen. Ja, die letzten dieselbetriebenen Vehikel bei der Bahn wahrscheinlich. Ne? Spätestens wenn die Strecke Richtung Ulm stromifiziert würde, ne, werden diese auch hier verschwinden aus dem Eisenbahnalltag. Klar, die Ringzüge sind noch dieselbetrieben. Ja? Also die, was sind das, 625er. Ne? Das wird auch so bleiben, wahrscheinlich noch eine Weile. Wobei die Strecke jetzt eigentlich für den Ringzug hier auch komplett mit Strom und Oberleitung also versehen ist. Warten wir es ab, was passiert, ne? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Samstag um 17 Uhr zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV. Schauen wir mal, was da passiert. Abonnieren, Glocke aktivieren und ihr verpasst nichts mehr. Bis dahin, bleibt gesund, viele Grüße an Markus und tschüss.